Hey ihr Lieben, grüßt euch. In diesem Video zeige ich euch ein ungewöhnliches Gefährt, nämlich einen Wohnwagen, der auch schwimmen kann. Oder besser gesagt ein Hausboot, das man auch als Wohnwagen benutzen kann. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben zwei Deutsche dieses Gerät hier entwickelt, beziehungsweise die bauen das in Deutschland. Ist also auch made in Germany, wird in kleiner Stückzahl hier quasi in Handarbeit produziert. Ja, und wir finden das eine richtig pfiffige Idee. Ich war mit dem Kai ja unterwegs auf der Caravansalon-Messe und haben das entdeckt. Und wir möchten euch das gerne vorstellen in diesem Video. Viel Spaß! Ja, das ist der erste Hybrid in Deutschland. Das ist eine Mischung zwischen Caravan und Boot. Dazu muss man sagen, kann man sie mit verschiedenen Motorstärken ausstatten. Das heißt, wir fangen bei 15 PS an. Das heißt, ohne Führerschein darf man sie auch so fahren. Das heißt, man lernt das bei uns und kann dann natürlich sich steigern, je nach Erfahrung, 30, 50 PS und natürlich auch mehr. Aber für Europa reichen 50 PS Maximum, weil es ist kein Schnellboot. Es ist eine gemütliche Dame, mit der man wunderschön, sage ich mal, durch die Gegend tuckern kann und kein Wettrennen stattfinden sollte. Ja? Sie hier hat eine sogenannte C-Zulassung. Die C-Zulassung ist für Küstennähe gedacht. Und da darf man also auch noch ein bisschen aufs Wasser rausfahren. Genau, eine Seemeile, das sind so ungefähr 1,8 Kilometer. Was sich als wenig anhört, aber wenn man erstmal 1,8 Kilometer von der Küste ist, dann merkt man, oho, ich bin ja ganz schön weit entfernt. Und natürlich Seen, Flüsse, ganz normal, so wie man das hier in Deutschland kennt. Ja, und ich würde mal sagen, für die unabhängigen Leute, freiheitsliebende Leute, ist das genau das Richtige. Ja, dazu ist noch zu sagen, 2,8 Tonnen hat sie insgesamt, um das mal technisch ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Das heißt zum Beispiel mit einem guten Tingan oder einem Touareg sind wir jetzt da, ich mache jetzt keine Werbung für die Firma, dennoch mit einer guten Zugmaschine bist du unabhängig. Und man kann sie auch in der Kombi, natürlich kann man die auch mieten, man muss nicht immer alles gleich besitzen. Da gibt es auch Möglichkeiten dazu und da kann man uns ansprechen darauf und da können wir jede Menge Informationen an die Leute geben. Na, dann kommt mit rein, Jungs. Herzlich willkommen an Bord. Einfach mit reinkommen und ich entführe euch jetzt erstmal am Bug. Alles klar. So. Also, die kurze Version der ganzen Geschichte, ja, das ist, dass wir vor 3 Jahren angefangen haben. Wir haben das Modell in Australien gesehen und wir haben uns verliebt in dieses Konzept und haben es nach Europa gebracht. Vom Reißbrett also zur Entwicklung, zur Produktion und haben es erstes Mal voriges Jahr hier vorgestellt auf der Caravan-Messe in Düsseldorf. Währenddessen haben wir jetzt schon 11 Modelle gebaut. Das ist die 12. Es handelt sich um eine Lady und ist voll ausgestattet mit 2 unterschiedlichen Energiesystemen. Genau, wir haben also entweder auf 12 Watt können wir laufen oder auf 230. Das heißt also, hier vorne, könnt ihr sehen, haben wir sogar eine Lithium-Batterie. Das kann man hier sehen, so ein bisschen. Ah ja, schön. Genau, richtig. Und das gibt natürlich der ganzen Dame hier eine tolle Autonomie, zumal wir oben das halbe Deck mit Sonnenpanelen bedeckt haben. Ja. Heißt also, tagsüber kannst du deinen vollen Bedarf für 4 Personen alleine mit diesem Sonnenpanel decken. Hier vorne gibt es die tolle Möglichkeit, für Menschen bis zu 2 Metern Länge zu schlafen. Und für die ganz Romantischen gibt es dieses schöne Brett, das kommt hier in die Mitte. Dann hast du hier die wunderbarste Spielwiese der Welt mit Romantik, Abendromantik, die Sterne im Himmel sehen. Jetzt müssen wir mal den Platz tauschen, weil jetzt kommt einer unserer sehr großen Highlights und zwar... Ich gehe auch durch. Ja, und zwar, das ist natürlich der Ruderstand. Von hier bedienst du alles. Das heißt also, dass du natürlich immer eine Ausweichmöglichkeit haben musst, weil du musst auch in der Realität sehen können, was passiert außerhalb von Bord. Und
natürlich der Kapitän, dann hat er geschwitzt, er muss immer in der Nähe der Toilette sein, mit einer wunderschönen Nasszelle, in dem wir kein Schwarzwasser mehr verwenden, aus zwei Gründen. Also der eine Grund ist die Nachhaltigkeit und der andere ist, das nimmt sehr viel Platz ein. Ja. Also entweder mit einem sogenannten Cinderella-Prinzip, da verdampft das bei 1600 Grad mit Gas, okay, und oder mit einem chemischen, mit einer chemischen Toilette. Ansonsten hat es alle Systeme einer Nasszelle, so wie man das auch vom Caravan kennt. Mhm. Ja? Man kann auch für Familien hier eine Trennwand einbauen, auf dieser Höhe, und kann zwar quasi zwei kleine Apartments draus machen. Ja? Und dann ein bisschen Ruhe haben, vielleicht vor den Kindern, oder wenn zwei Paare unterwegs sind, natürlich auch. Ganz, ganz tolles Gadget für mich, dieser Highlight, das ist natürlich der Aircon. Und weil du auf Wasser immer Luftfeuchtigkeit hast. Das heißt, 10 Minuten den Aircon an, wusch, wird die ganze Luftfeuchtigkeit rausgesogen und dann ist das hier sehr trocken drinnen, selbst also wenn es regnet. Wenn ich euch ganz langsam nach hinten verführen darf, und zwar hier volle Ausstattung, so wie ihr es kennt, den Ofen. Hier haben wir natürlich mit Gas jetzt betrieben, unsere kleine Küche, unser kleines Waschbecken. Und natürlich, nicht zu vergessen, auf Batterie natürlich, damit er jetzt läuft, haben wir hier einen wunderschönen Kühlschrank mit Sekt. Leider nicht für uns, nur für unsere Gäste. Also abschließend, alles, was ihr hier seht, sind meistens Stauräume. Und die Heizung ist auch sehr, sehr smart. Wir haben hier eine Benzinheizung, wieder ein unabhängiges System, komplett für sich gestellt. Und das läuft so, wird also quasi mit Benzin betrieben. Kannst du jederzeit, ja, auch wenn es im Sommer kalt werden sollte, kann man natürlich das Caravanboot aufheizen damit. Ja, Luftfeuchtigkeit mit dem Aircon raus, Heizung an. Wir haben manchmal im Sommer auch, oder wenn du nicht in Deutschland bist, oder du bist in Finnland zum Beispiel, wo wir auch ganz nett unterwegs sind, da kann es kühler werden, ja, auch in der Sommerzeit. Wenn ich euch mal hierher bitten darf, der seht ihr zum Beispiel hier, kommt die Wärme raus oder genau auch gleich hier, so sieht man das. Solche Systeme gibt es über das ganze Boot verteilt und hier hinten natürlich, man sieht es gleich von hier, der Tisch ist versinkbar und dann hast du hier auch noch ein wunderschönes Bett, ein Doppelbettchen, wenn man jetzt nicht zu breite Schultern hat, sage ich mal, aber das kann man auch anpassen nach Kundenwunsch. Ja, was ebenfalls sehr, sehr schön ist, du brauchst keinen Liegeplatz für sie. Ja. Sondern sie kann auch an Land stehen. Ja. Das ist auch praktisch und vor allem günstiger, weil man findet so gut wie keine Liegeplätze mehr in Deutschland. Also es ist wirklich unglaublich, aber tatsächlich wahr. Ne? Die Branche hat geboomt, Hausboote und daher. Ansonsten, jeder Komfort ist da. Natürlich hier können wir auch verdunkeln, überall. Und es gibt natürlich auch Moskitonetze im kleineren Bereich wie Toilette und Kapitän. Ja, das ist quasi unser Departure One Caravan Boot. Wir haben ihr 5 Sterne geben dürfen. Warum? Weil ihr seid ganz sicher hier an Bord. Wir haben Alu-Pardon, 4 mm Aluminium. Und wenn ihr möchtet, zeige ich euch das nochmal mit dem kleinen Rundgang um das Boot. Was haltet ihr davon? Das ist genau richtig. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, und auch das Slippen ist sehr angenehm. Also da muss man jetzt nicht ein Spezialist sein dazu. Nach 5-mal Slippen lernt man das. Circa 10 Minuten brauchen wir mit diesem wunderschönen Patent hier. Kommt dann mal bitte näher. Und zwar, zack, ach komm meine Liebe, komm mein Schnucki. So, und damit machst du das beides auf beide Seiten. Man fährt sie zurück ins Wasser, 2 Personen sind dafür nötig. In 10 Minuten ist sie zu Wasser und in ungefähr 15 Minuten sind wir wieder damit auf Land. Ne, ist also jetzt auch keine Wissenschaft, wie das früher mal war bei den Booten. Da musstest du abschrauben, anschrauben. Ist alles einfach gemacht. Und so wie ich euch eben erzählte schon, man kann es ganz deutlich sehen, auch an den Nähten. Das ist Aluminium. Und für deutsche Verhältnisse oder für europäische, muss man sich sehr viel Mühe geben, damit man da ein Loch reinkriegt. Und selbst wenn man das geschafft hat, guckt mal auf das Boot. Man sieht hier, die Kammern trennen sich hier ganz deutlich. Da sind Kammern innen. Das heißt also, bis zu 2 Kammern kann man verletzen, ohne dass man Schlagseite kriegt. Das heißt, man hat genügend Zeit, was immer auch passieren würde, um sie zu evakuieren. Das heißt also, hoher Sicherheitsstandard ist da gegeben. Und abschließend zuerst zu sagen,
Vielleicht kommt ihr noch mal ganz kurz mit, bitte. Genau. Abschließend ist noch zu sagen, wie ihr seht, wir haben eine wunderschöne Leiter. Da kann man auf das Flying Deck, auf Neudeutsch. Und es hat eine tolle Statik. Mit den Paneelen schaffen wir bis zu 350 Kilo am Flying Deck. Das heißt also, so wie wir sind, könnten wir da hoch. Und die Kinder kriegen auch noch eine Rutsche. Ja? Ja, auf dieser Seite, das ist jetzt noch der letzte Highlight. Das ist ein wunderschönes Seitenruder. Okay. Ja, ein Strahlruder zum Navigieren, ganz genau. Das Anlegemanöver wird dadurch spielerisch gestaltet. Mit dem Joystick. Heißt, mein Sohn kann das viel besser als ich. Ist ein Fakt. Nein, ich bin lange auf See, aber meistens ist das so. Ja, und damit mit dem Bugstrahlruder ist sie sehr, sehr leicht zu manövrieren. Und wir machen auch Bootcamps übrigens, um den Leuten das zu zeigen. Muss man nicht unbedingt gleich kaufen, ja, aber wir laden die Leute unverbindlich dazu ein. Dann kann man mal einen Tag drauf verbringen und mal sehen, ob sie zu einem passt oder nicht. Genau, mieten ist auch möglich, also das sogenannte auf Neudeutsch Charter wieder. Genau, man kann sie also mieten. Und wir machen natürlich davor auch eine Einführungsrunde. Und ich sag mal, für bootsaffine Menschen ist das sehr, sehr leicht. Und für Menschen, die noch nie ein Boot gesteuert haben, da machen wir das so lange, bis der Mensch sagt, es liegt mir und ich will das jetzt selber machen. Ja, Leerstand fängt sie bei 60.000 Euro an. Da ist also quasi nur die Hülle. Da habe ich einen Mandanten in Frankfurt, der ist Schreiner, der hat die tatsächlich selber nach unseren Plänen aber selber gebaut. Okay, sei ihm auch gegönnt. In Vollausstattung, ohne Motor, mit Trailer aber, liegen wir bei ca. 100.000 Euro. Gebaut in Neubrandenburg und in Wolgast und das Interieur in Bad Bramstedt, ungefähr eine Stunde von Hamburg entfernt. Und ja, wir sind also im Moment auch in Berlin vertreten. In Köpenick haben wir was zu liegen. Ja, und sind ganz gut im Moment aufgestellt für so ein kleines Unternehmen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann kommen wir schon zum Ende. Wenn ihr weitere Infos wollt, schaut mal auf der Webseite vorbei bei denen. www.caravanboat.de. Da gibt es auch hier in der Galerie übrigens jede Menge Fotos noch zu sehen, wie das Teil hier so in Action aussieht. Und auch von der Fabrik, von der Herstellung hier, gibt es einige Bilder. Ja, eine schöne Idee. Und ich freue mich, wenn ihr eure Meinung mal dazu in die Kommentare schreibt. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Es gibt noch weitere Videos vom Caravan Salon. Also bleibt dabei. Ciao, ciao.